Ich wette, 95% von euch da draußen sind beim Thema Haushalt genauso genervt wie ich. Grund genug, dass wir uns nach Hilfen, Unterstützung umschauen. Und genau die habe ich im heutigen Video für euch, um euch das Thema Haushalt ein bisschen leichter zu machen. Wenn du Lust darauf hast, dann bleib dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über den Narwhal Frio. Okay, ihr kennt sehr wahrscheinlich weder Narwhal noch den Frio, das Topmodell von ihnen. Grund genug, sich das heute einmal ein bisschen anzuschauen. Denn Narwhal gehört zu den führenden Vakuumstaubsaugern in China und auch sie möchten den Sprung rüber zu uns nach Deutschland schaffen. Und deshalb haben sie gesagt, hey, schau dir unser Produkt doch einmal genauer an. Und genau das habe ich heute in diesem Video für euch einmal getan. Denn es ist diese All-in-One-Station. Eine Station, die es euch nicht nur ermöglicht zu saugen, sondern auch zu wischen und am besten beides gleichzeitig. Und dazu gibt es noch viele unendliche Features. Wie gut das im Alltag geklappt hat, das möchte ich euch jetzt einmal verraten. Geliefert wird das Ganze natürlich in einem riesigen Karton, denn wir haben nicht nur den Vakuumsauger selbst, sondern wir haben dazu auch noch eine riesige Station. Und so riesig ist sie nicht. Ich finde aber stilistisch passt sie sehr gut in jeden Haushalt rein. Denn weiß ist verhältnismäßig clean und dadurch verschwindet das Ganze oft bei euch im Raum. So wie es bei mir in dem Fall auch im Eingang passiert ist. Hat man das Ganze positioniert, baut man die passenden Tanks ein, fährt den Sauger rein. Hier übrigens Fun Fact, gibt es noch die Möglichkeit, das Reinigungsdock unten rauszuziehen, denn darauf werden die Mops später sauber gemacht. Aber auch dazu erzähle ich später noch mal mehr. Eingerichtet haben wir das Ganze sehr schnell über die App, verbunden mit dem Netzwerk und schon habt ihr von überall Zugriff darauf, so wie ihr es möchtet. Die App ist auf Deutsch, in meinem Testdurchgang war das Ganze noch auf Englisch, mittlerweile gibt es aber ein Update, um das Ganze in Deutsch zu benutzen, also von daher müsst ihr euch um die Sprache keine Gedanken mehr machen. Wie schon gesagt, die App ist sehr einfach zu bedienen, gibt aber trotzdem sehr, sehr viel Einstellungsmöglichkeiten. Falls ihr aber euer Smartphone mal nicht in der Hand haben solltet, gibt es ein schönes Panel, ein Touchpanel oben an der Station, über das ihr auch alles einstellen könnt. Heißt, Smartphone nicht mit dabei, aktiviert einfach das Saugen, Wischsaugen, nur wischen, was auch immer ihr möchtet. All das könnt ihr auch schnell über das Display machen. Finde ich ehrlich gesagt ganz gut, denn das liefern nicht alle Hersteller auf dem Markt. Aber schauen wir uns einmal an, wie gut das Ganze wirklich im Alltag funktioniert. Denn das Wichtigste für euch dürfte nicht nur das Saugen per se sein, sondern auch das Wischen. Und hier ist erst einmal interessant, dass es sehr viele Analysen gibt, um den Raum, den ihr dann später saugen und gewischt haben möchtet, durchzugehen. Das heißt, man erkennt erstmal, um welchen Untergrund handelt es sich. Das ist beim Saugen erstmal ganz wichtig, denn dadurch wird die Saugstärke angepasst. Zwischen 7 oder 12 N wird bei dem Ganzen dann ausgesucht. Auch Teppiche werden erkannt und auch hier gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie man damit umgehen möchte. Interessant auch an der Stelle, wenn wir jetzt über das Thema Wischen sprechen, der Sauger erkennt die Teppiche. Die älteren Generationen der Saugwischroboter hatten oft das Problem, dass sie nur eine Platte hatten und haben dann oft eure Teppiche auch nass gemacht, was einen sehr unangenehmen Geruch erzeugt hat. Das passiert hier beim Narwhal Frio definitiv nicht, denn er zieht die Wischpads einfach hoch und saugt dann ganz normal weiter, lässt sie danach ab. Also diese Erkennung ist perfekt. Ihr könnt das Ganze aber nochmal in den Einstellungen perfektionieren. Aber das Ganze wird auch schon selbst gemacht. Dazu analysiert der Frio selbst auch nochmal den Dreck. Also er merkt ganz genau, welche Stufen er einsetzen möchte. Und wenn wir über die Pads sprechen, ist es ganz cool, denn ich habe es eben schon gesagt, die älteren Generationen, da behandelt es sich nur um eine Wischplatte. Hier habt ihr Mops und die drehen sich. Und die sorgen dann dafür, dass sie aufgesetzt durch das Drehen natürlich viel effizienter sauber machen können. Ich habe das Ganze hier einem echt coolen Test unterzogen, habe ein paar Oats, also ein paar Haferflocken einfach mal verteilt und die wurden auch wirklich erkannt, weggesaugt und danach dahinter nochmal schön weggewischt. Also ihr merkt, da passiert ziemlich viel, was den Sauger angeht. Ein Problem, das auch oft viele Sauger noch haben, ist das Thema Ecken und die Erkennung. Und auch das macht der Narwhal Frio hier definitiv gut, denn er erkennt diese Ecken und versucht genau mit diesen Spins bis in die Ecke reinzukommen und holt dadurch wirklich das Maximum an Dreck heraus, das es nun mal bei euch im Haushalt gibt. Übrigens, wir haben einen Hund zu Hause und das bedeutet natürlich viele Hundehaare, die irgendwo immer auf dem Boden sind. Und auch die werden wirklich sehr zuverlässig vom Boden entfernt und dann im Auffangbehälter gesammelt. Apropos Auffangbehälter, wir haben natürlich noch
zwei große Behälter, über die ich eben schon gesprochen habe. Einer ist für das saubere Wasser und der andere ist dann für das Dreckwasser. Ich habe das Wasser eingefüllt gemeinsam mit meiner Tochter, das hat auch gut funktioniert, die Tanks einsetzen und er reinigt danach alles selbst. Auch hier könnt ihr nochmal unterschiedliche Stufen einstellen, aber die Pads werden wirklich sauber und dadurch, dass ihr dieses Pad, auf das diese Waschpads sauber gemacht werden, auch nochmal rausnehmen könnt, könnt ihr das zusätzlich reinigen. Heißt, ihr habt, obwohl alles automatisch passiert, die Möglichkeit, hier nochmal selbst Hand anzulegen, damit natürlich die Pads nicht nach jedem Durchgang immer wieder in die Wäsche rein müssen. Das Schmutzwasser könnt ihr einfach mit dem Tank rausnehmen, einfach ausschütten, kurz ausspülen, schon seid ihr auch an der Stelle fertig. Der Nava Freo gibt euch also viele Hinweise dazu, wie ihr damit umgehen müsst, automatisiert aber auch alles sehr gerne. Denn ihr könnt auch Routinen einstellen in der App. Ihr könnt so viel machen, dass es eigentlich für euch genau das ist, was ihr im Haushalt möchtet. Eine super Unterstützung, um die Ecken sauber zu bekommen, um richtig zu wischen, das mit Druck, mit den Pads auf dem Boden. Also es ist so das, was man wirklich haben möchte. Ach ja, und bei den Mops, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist es noch wichtig zu erwähnen, die werden natürlich auch getrocknet. Also die sind nass, die werden sauber gemacht durch den Frischwassertank, den wir mit dabei haben. Und danach werden sie wirklich einmal richtig sauber gemacht und danach heiß und dann getrocknet. Also so, dass wir keine Keime und Bakterien haben, die sich quasi da drin lagern. Und wenn ihr den nächsten Wischvorgang startet, dass man dadurch quasi den Gestank im Haus nochmal verteilt. Also das sind auch Dinge, deshalb ist dieser All-in-One-Dock einfach so wichtig an der Stelle, da ihr all das im Alltag für euch schon erledigt. Falls ich euer Interesse an dieser Stelle wecken konnte, ab dem 15. Juni bekommt ihr das Produkt sogar bei Amazon, also ein Seller, wo viele von euch einfach Bock drauf haben. Ich habe das Ganze unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Denn eigentlich sollte das Ganze für 899 starten, aber es wird natürlich nochmal einen Einführungspreis geben. Also sichert euch das Ganze jetzt, schaut unten gerne mal vorbei. Dadurch könnt ihr natürlich nochmal einiges sparen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Habt ihr so einen Saugwischroboter mit Station sogar schon? Habt ihr da überhaupt Interesse dran? Findet ihr das gut oder sagt ihr, am Ende kommt nichts über das Handstaubsaugen und Wischen drüber hinweg. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare und wie immer sage ich vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.